So, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen hier zurück zu 7 Days to Die Alpha 21. Wir haben noch einen Auftrag, säubere das Gebiet. Aua, verdammt, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er mich so schnell schlägt. Ja, ne, so schnell kann es gehen, aber wir heilen ja schnell hoch, da ich ja gut geskillt bin. Ich habe mir nämlich noch mit den Fertigkeitspunkten von der letzten Nacht, ja, gut gelevelt, also, ne. 4 Punkte hatten wir und da habe ich natürlich Schmerztoleranz, soweit es geht, fertig gemacht. Ihr seht es, das letztere ist ein Eisenkinn und bei Heilfaktor auch sehen wir ganz gut aus damit. Ja, als nächstes würde ich gerne dann die ja, genau, schnelle Schläge machen, aber allerdings bei Kraft. Ne? Groß und schnell, genau. Schwinge diese großen Waffen schneller. Knüppel und Vorschlagshammer sind schnell. Also das wollen wir dann als nächstes machen. Ne? Das müssen wir uns mal merken. Guck, dass wir das nicht anpinnen können irgendwie, das ist schade. Ja, würde ich gerne machen können. So. Wir sind auf dem Weg dorthin, säubere das Gebiet. Und hier haben wir wieder was Schönes. Oh, ist leer. Waren wir denn schon hier? Natürlich waren wir hier nicht, aber doch, vielleicht doch. Vielleicht ja doch. Wir gucken mal eben kurz hier rein. Kriegen wir wieder was Leckeres? Nein, kriegen wir diesmal nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Da haben wir noch einen Müllsack. Lass das Huhn mal leben. Ja, das ist gut. Die brauchen wir sowieso, ganz viele. Ne? Ist auch noch was. Mhm. Ja, ihr seht, ich habe hier mechanische Teile, Rohre und Federn. Wir haben nämlich schon ein paar Autos auseinandergenommen. Also ich viel mehr. So, fahren wir mal schnell weiter. Bevor das Wetter hier noch beschissener wird, als es ohnehin schon ist. Ja, Leute. Ja, ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Danke. Und weiter geht's. Können wir da drüber fahren? Tatsache. Oh, wie geil ist das denn? Denen will ich nicht zu nahe kommen. Die sind immer blöd. Und einen Fertigkeitspunkt haben wir wieder bekommen. So, dann wollen wir das mal direkt angehen mit dem, was ich gerade schon gesagt hatte. Damit ich es nicht vergesse. Aber das machen wir natürlich bei Kraft. Oder was gibt es sonst noch, was das betrifft? Blitzende. Hier gibt es nämlich auch, ist aber ausgeblendet. Bei Intelligenz gibt es das auch nicht. Ja, und hier auch nicht, ne? Gut, dann gibt es das nur hier auch nicht mehr. Groß und schnell. Wir wollen die Knüppel schwingen ohne Ende. Also, ja, 10% schneller sind wir jetzt. Bin gespannt. Hm. Merkt man nicht, ne? Aber glaub mir, im Kampf merken wir das garantiert. So, und jetzt würde ich gerne hier an diesem Auto ein bisschen rumschrauben. Ich habe ja immer gesagt, macht das nicht an Autos, die wie Container sind, die man looten kann. So einen haben wir jetzt hier. Aber wir kriegen sonst keine Motoren, wenn wir das nicht machen, weil die ausgeschlachteten Autos hier in der Gegend und überhaupt, ja, da kriegt man keine Motoren raus. Oh, verkehrter Knopf. So. Da haben wir es schon. Da kriegen wir Öl raus. Und da kriegen wir auch bestimmt Motor raus. Ich lasse hoffentlich nichts fallen. Ich habe ja noch ein bisschen Platz, so ist es nicht. Komm, gib mir einen Motor. Ja? Und eine Batterie vielleicht, wäre nett. Hm. So. Der ist verschwunden. Ja. Kein Motor. Keine Batterie. Ja, wir sind noch nicht mal überlastet. Das sind Sachen hier, die wir verkaufen werden. Unter anderem auch die Lampen dann sehr wahrscheinlich. Wir wollen mal sehen. Das möchte ich gerne so rausschmeißen. Auch die Knochen brauchen wir jetzt mal nicht. Ansonsten behalten wir alles andere. Hm? Gut. Weiter geht's. Ich bin ja froh, dass ich diesen Spielstand überhaupt noch habe. Was? Wo? Denn mir ist was ganz Blödes passiert.
Ich wollte eigentlich einen Server machen von G-Portal. Ich habe auch einen Server. Aber ich habe leider die Alpha 21 zu 21.1b15 aktualisiert. Über Steam natürlich. Ja, und das ist das Problem, dass das G-Portal noch nicht kann. Ja, die können nur Alpha 21 spielen. Und dann habe ich das natürlich wieder zurück aktualisiert. Ja, und ratet mal, was passiert ist. Kein Honig. Nein, das nicht. Aber wir können, ich konnte meinen Spielstand, den ich jetzt gerade spiele, nicht mehr spielen. Ich musste das Spiel wieder auf 21.1 B15 zurück aktualisieren. So ein Scheiß. Ja, somit bleibt das mit dem Server natürlich ohne dahin. Schade eigentlich. So müssen wir, wenn ich andere zwei Spieler noch habe, die sagen, dass sie gerne mitspielen möchten. Ja, ganz normal weiterspielen. Entweder hier oder bei denen. Mal gucken. Ne? Wir werden mal sehen. So. Jetzt möchte ich aber gerne mal hier voran machen. Ja, das ist bis jetzt so passiert. Ne? Ich kann es nicht sein lassen. Ich muss hier reingucken. Nee, nicht gut. Also mit Blei habe ich es ja, ne? Mit Blei habe ich es ja, Leute. Ja. Schon besser. Ach, hier ist es übrigens, ne? Wie viel Hühner es gibt mittlerweile, ja. Das ist schon bemerkenswert. Mensch, das war doch super jetzt, oder? So. Gib mich dein Fleisch! Gib mich deine Energie! Und der Pfeil. Ach, wie schön das aussieht. Danke. So. Ja, hier ist natürlich verrammelt. Und lasst mich das nur mal eben beenden, bitte, ja? Wir machen hier kein doppelt gemoppelt jetzt, okay? Wir werden aber mal eben in Fahrradsachen verstauen. Hoffentlich ist es leer. Ja, natürlich ist es leer. Sachen, die wir verkaufen, nämlich. Ja? Damit ich das schon mal außen vor habe. Knochen wollte ich doch keine mitnehmen. So, dann packen wir noch das hier rein. Das, das. Und das war's. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Wir können mal wieder was essen. Ich habe mich ja voll gehauen, als ich losgefahren bin. Und ja, können wir mal sehen. Ne? So, ich lasse mein Fahrrad aus gutem Grund hier. Das gefällt mir ganz gut. Verdammte Spinne wollte ich schon sagen. Na komm, die kriege ich eine mit der Keule. Und dann ist sie gut. Oh. Ja? Sie ist tot. Sie ist tot. Hurra. Feine Spinne. Feine Spinne. Spinne schon wieder. Na, ich hab's mit Spinnen, Leute. Ich mag Spinnen. Ja. Und Ameisen. Ne? Ja. Ich wollte hier hinter gucken, was hier so Schönes gibt. Holz ist immer sehr willkommen. Ich habe übrigens auch Bäume gepflanzt. Die sollten langsam mal auch gewachsen sein. Wir werden es nachher sehen. Hoffe ich doch, dass wir das noch sehen. Ansonsten in der nächsten Folge. Ist da jemand? Ich bin der mit der großen Keule. Ja, Level 5 können wir übrigens. Keine Ahnung. Level 5 können wir übrigens für die Keule machen. Muss ich gleich mal dran denken. Ach. Sind irgendwelche böse Hunde?
Nein, ne? Gut, dann machen wir das mal eben. Ich brauche jetzt nichts trinken, ja? So, hüpfen wir einfach mal darüber. Vor allen Dingen einfach, ne? Husa! Munition brauchen wir ganz dringend. Müssen wir auch herstellen, sobald ich es wirklich kann. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt hier buddeln wie sonst auch? Das wäre cool. Oh ja. Das lassen wir einfach mal hier. Können wir immer noch mal holen. Früher konnte man in den Gräbern buddeln. Wir wollen es mal versuchen. Ich glaube, ich habe keine Schaufel dabei, ne? Doch, habe ich. Eine Steinschaufel auch noch. Einfach mal aus Neugier buddeln wir. Ein Daisy Forest. Oh, die hat ganz oft... Die ist ganz oft vertreten anscheinend. Aber da ist nichts drin, du. Haben die das entfernt? Das finde ich ein bisschen... Nee, da ist ein... Oh. Da ist ein Grab, Leute. Ach, da ist es nur noch... Ja. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, meine Freunde? Ja, also... Was soll auch sonst da drin sein? Ein paar Maden höchstens noch. Und ja, verordnetes Fleisch. Wenn du noch viel Glück hast, ansonsten... Nix. Nix. Ja. Komm. Echt? Da ist mal nix drin, ne? Vielleicht auf der anderen Seite. Uhu, nein. Ja, dann sind das nur hier diese Gräber. Aber die will ich jetzt nicht durchsuchen. Ja, ich möchte jetzt wirklich das hier erledigen. Wir müssen dafür rein. Verrottetes Fleisch müssen wir diesmal sammeln. Hey Kollege! Hey Kollege, sag ich nur. Was uns darin wohl erwarten wird? Wollen wir mal reingehen, ne? Die Tür in zwei Teilen. Na komm, macht es mir nicht unnötig schwer. Ach je. So, gucken wir mal. Der sieht toter als tot aus. Oh, das gefällt mir nicht. Dann machen wir mal was anderes. Ja. Für Notfall immer dabei haben, Leute. Schön leise. Wir sollen auch nur reinigen hier, ne? Das Gebiet säubern, ja. Oh, guck mal, wer da liegt. Vielmehr lag er da. Einfach ganz vorsichtig sein. Okay, hier ist nichts soweit. Was haben wir denn da schönes? Wasser? Nicht das Wasser, was ich gedacht hätte. So, wir machen das unten clean. Gut, so sieht aus, ist hier nichts. Also nicht so viel. Wir müssen auch aufpassen, dass nichts von oben kommt. Vielleicht Geier. Könnte gut sein, dass sie auf den Balken sitzen und so, ne?
Ich meine, da liegt noch ein Zombie links. Ein Bull auch noch. Oh, jetzt aber schnell. Achtung. Raus, raus, raus. Und der hat natürlich alle anderen wach gemacht, ne? Oh, ich muss drin bleiben. Gut. Okay, das sieht, hört sich dann, als wenn er von da käme. Gut, machen wir erstmal hier die Tür clean. Ja, Freundchen, nicht mit mir! Steh auf! Ha? Jawohl! So, gucken wir erstmal hier weiter. Hallo? Da ist keiner drin. Oh, wie gruselig. Wie gruselig, Leute. Wir durchsuchen den Müll. Und das war's soweit. Ne? Da ist irgendwas versteckt. Auf sowas müsst ihr immer achten. So, jetzt haben wir natürlich Engpass. Werden wir mal ein bisschen hier lesen. Jawohl, Baseballschläge freigeschaltet. Oh, wir kriegen demnächst einen guten Baseballschläger. Aber erst Qualität 1, oder habe ich mich verlesen? Dann gucken wir mal direkt hier weiter. Natürlich Antibiotika freigeschaltet. Sehr schön, sehr schön. Ja. Warte, nu. Stoff geht weg. Und den anderen Mist nehmen wir mit. So. Einen Stuhl brauchen wir nicht. Keule in die Hand. So ist das also hier. Ist gar nicht so viel los, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Ach, das ist nur. Ja, verbessere deine Rüstungswerte mit diesen zusätzlichen Panzerplatten. Machen wir, sobald wir es können. Ich muss mal eben sehen, ob wir noch was entfernen können. Elektrische Teile, komm, ist egal. Na? Und sonst nichts. Das brauchen wir alles. Ich kann nichts entbehren. Geht gar nichts. Doch, ich kann was lesen. So muss man das regeln. Ja, hey. So, einmal den Schreibtisch durchsuchen. Ach, ich liebe es, wenn wir was finden. Ach, das ist so ein cooles Gefühl. Chili Hotdog freigeschaltet. Und wir können mittlerweile so viel schon Leckeres kochen. Ich habe Tacos gekocht, Leute. Tacos. Überlegt euch das mal, Tacos, Mensch. So, und jetzt wollen wir mal hochgehen. Wir gehen mal hier erst rein. Sind das Bücher? Ne. Huhu. Hallo? Nein, nein. Schön die Keule in der Hand halten. Ach, die Knochen kommen weg, komm. Na? Müssen uns doch nicht unnötig hier mit irgendwelchen Sachen. Auch leider das Blei. Ist mir nicht so wichtig. Okay. Das war ein kleiner Raum. Ja, dann haben wir es doch bald, ne? Säuberes Gebiet, drin bleiben, das werden wir tun. Was ist denn eigentlich hiermit? Nichts. Toilette. Hi, kommst du rein? Na komm, bist du ein Feraler? Ne, nicht wirklich. Rein und raus mit dir, ne? So,
Dann gehen wir mal hier jetzt rein und hoch. Ja. Das ganze Plastik muss ich mitnehmen. Wir brauchen unbedingt dieses Plastik für noch einmal, wie heißt es? Getränkemacher, wie heißt es? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seid fit, ne? Schleichen. Immer schön schleichen, ist der Hauptloot. Okay, der ist tot. Aber der nicht. Da krieg ich doch Gefühle. Oh! Was? Du bist aber schnell. Wo seid ihr denn jetzt? Seid ihr von da noch gekommen oder was? Bau die halbe Schädeldecke weg. Okay, noch. Da ist doch noch jemand. Scheint aber hier oben zu sein, ne? Ja, ja. Oh, sind wir gut, ey. Sind wir gut? Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Natürlich. So, erstmal hier. Oh ja, alles mitnehmen. Nähen mussten wir uns nicht einmal bis jetzt. Boah, jetzt haben wir aber echt die Taschen voll. So, wir sind ja auch fertig. Ist das nicht toll? Ja, Mann. Jetzt kann doch nur noch ein Geier kommen, oder? Leute, ja, das ist das Zeichen, dass ich aufhören muss. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich wollte eins noch sagen. Wir spielen das Spiel so lange, bis wir alles gelernt haben. Denn dann haben wir überlebt, wir haben alles gelernt, sind unbesiegt. Ja, so habe ich mir das gedacht. Guck mal, hier können wir schön aufs Dach gehen. Ach, ist das toll. Ist das toll. Nicht runterspringen, dann war es das nämlich. So, dann kommen wir zurück. Also ich fahre jetzt zurück zum Händler und nehme euch von dort aus dann wieder mit ins Programm. Bis dann. Tschüssi. Seven Days to Die.